Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, das ist immer eine gewisse Herausforderung, wenn man sagt, ich freue mich aufs Thema Cybermobbing und es ist eigentlich ein belastendes Thema. Es ist ein Thema noch dazu zu all den anderen Themen, die heute schon da sind, bearbeitet werden müssen, wo man einen Fokus drauf legen muss. Aber trotzdem ist es gut, wenn man sich damit beschäftigt. Und wir von safeinternet.at haben das heuer anlässlich des Safe Internet Days getan. Wir haben eine Studie durchführen lassen vom Institut für Jugendkulturforschung, eine reine Online-Studie bei 11- bis 17-jährigen Jugendlichen aus Österreich. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, wie schaut es eigentlich so mit Cybermobbing aus? Was ist so Status quo? Was ist auch wie relevant ist es? Wo findet statt? Was sind die Hintergründe dafür? Und was wir auch wissen wollten, was hat sich hier in der Pandemie geändert, welche Formen hat es angenommen und was können Lehrende in Wirklichkeit daraus für Schlüsse ziehen. Und wir haben im Zuge dieses Safe Internet Days eine ganze Reihe von Materialien entwickelt, zum Beispiel dieses Unterrichtsmaterial Aktiv gegen Cybermobbing, das man im Moment auch bestellen kann in Papierform, was ja nicht immer so der Fall ist bei unseren Materialien. Also bitte tut das, lasst es euch zuschicken, es wird gratis mit der Post zugeschickt. Oder die schon den Schritt im papierlosen Büro sind, es gibt es natürlich auch zum Download. Es hat heuer im Februar anlässlich des Aktionsmonats eine Online-Schnitzeljagd gegeben zum Thema Cybermobbing, die fast 5000 Mal gespielt wurde, so weit gespielt wurde, dass die Schüler und Schülerinnen auch zur Bestätigung, so zur Urkunde zum Schluss gekommen sind. Diese Schnitzeljagd ist auch nach wie vor noch vorhanden. Kann man also auch noch nach wie vor im Unterricht nutzen. Auch unsere Quiz waren heuer im Februar sehr beliebt. Wir mussten also die Möglichkeiten des Spielens hinaufsetzen, die sozusagen Zahl der spielbaren Versuche. Und neuer Monat, neues Glück. Jetzt im Moment gibt's gerade sind wir noch weit entfernt von den Beschränkungen nach oben. Ja, aber heute und hier zum Thema Cybermobbing. Ich möchte euch im ersten Teil gerne vorstellen, was sind so die Ergebnisse aus der Umfrage, die wir gemacht haben. Ihr seht hier die erste Seite der Infografik. Aber im zweiten Teil würde ich dann ganz gerne auf einzelne Punkte eingehen, was man auch wirklich im Unterricht tun kann. Und hier vor allen Dingen auf diese Fragen eingehen. Was heißt das auch in Zeiten von Distance Learning? Und wir haben ja auch zwischendurch immer wieder die Situation, dass es Distance Learning Phasen gibt. Und ich meine, ich nehme ja auch mal an, dass wir in Zukunft immer wieder auch es als Chance sehen können, solche Phasen zu haben und es auch in Zukunft da wichtig sein wird, sich einfach mit den sozialen Verhaltensweisen der Kinder und Jugendlichen auf den Online-Plattformen zu beschäftigen und dies auch als Teil des Unterrichts anzusehen. Ich glaube, genau das ist auch eine der sozusagen wichtigsten Erkenntnisse, die wir wahrscheinlich jetzt mit dieser Studie auch gemacht haben. Ja, ich komme mal zu den Zahlen, die ihr hier sehen könnt. Wir haben Jugendliche befragt, was sie für schon mal unangenehme Erlebnisse im Internet erlebt haben, um auch mal so das Feld aufzubereiten für Cybermobbing. Und was wir hier gesehen haben, dass es natürlich sehr viel mehr unangenehme Erlebnisse gibt für Kinder und Jugendliche, als es zum Glück Cybermobbing gibt. Man darf es nicht total vermischen. Da gibt es Unterschiede. Cybermobbing ist dieses absichtliche Fertigmachen von Personen wirklich mit dem Ziel,
eine Person zur Niedrigen fertig zu machen, wo es ein Machtungleichgewicht gibt und wo es auch über einen längeren Zeitraum das passiert. Die unangenehmen Erlebnisse, die können aber einfach eine Weile dauern, die können auch im Rahmen von Konflikten sein, wo zwei Personen sich durchaus auch von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Und hier möchte ich auf eines hinweisen, ein unangenehmes Erlebnis, das ich glaube, wir alle so vor 3 Jahren in diesem Ausmaß nicht gesehen hätten. Also vermutlich eine Folge der Pandemie und des auch vielen Alleins zu Hause sein ist, nämlich das ist der Punkt Ghosting. Ihr seht das rechts oben, welche unangenehme Situation schon Jugendliche schon erlebt haben. Und hier ist Ghosting mit 46% genannt worden, also fast die Hälfte der Jugendlichen haben das selbst schon erlebt. Und ich habe dann in Fokusgruppen so versucht, ein bisschen nachzuvollziehen, was heißt denn Ghosting hier konkret und was sind das für Situationen, die hier Jugendliche erleben. Und es sind mal so im außerschulischen Freizeitbereich, man lernt jemanden kennen, man hat sozusagen Kontakte auf einer Online-Plattform und plötzlich von einem Tag auf den anderen ist es, wie wenn diese Person nie existiert hätte, alle Spuren sind vermischt. Es gibt sozusagen keinen Rückschluss mehr auf diese Beziehung, Konversation, die da mal gewesen ist. Oder eine Diskussion und die sich auf einer Plattform entspinnt und plötzlich gibt es keine Hinweise mehr auf diese Diskussion, die Person hat den Zugang nicht mehr, beziehungsweise all die anderen Personen kennen sie nicht mehr, gibt keinen Kontakt mehr. Im schulischen Kontext ist das das Rausschmeißen aus der Klassen-WhatsApp-Gruppe oder auch in der Klassen-WhatsApp-Gruppe wird auf bestimmte Dinge nicht mehr reagiert. Also wenn die eine Person fragt, was war die Mathe-Hausaufgabe, gibt niemand mehr Antwort. Wenn die eine Person fragt, was kommt zum Test nächste Woche, ist es so, als würde sie diese Frage gar nicht stellen. Was auch sein kann, ist, es hat doch im Laufe dieser letzten 2 Jahre viele andere Online-Orte gegeben, wo sich die Kinder aus der Klasse zusammengefunden haben. Das kann zum Beispiel bei den jüngeren Kindern Roblox sein, da sind wir so im Volksschulalter, Anfang der Sekundarstufe, oder bei den Älteren zum Beispiel Discord, das eher so ein Oberstufenphänomen ist. Und einfach aus diesen anderen Online-Klassenräumen hinauszufliegen, nicht mehr hinein zu können oder wenn man hineinkommt, einfach niemand reagiert auf das, was man sagt. Dieses Ghosting wird als extrem belastend empfunden. Es nimmt die betroffenen Jugendlichen ganz massiv mit. Das kriegt man eigentlich erst so wirklich mit, wenn man sie fragt und wenn man sich diese Situationen schildern lässt. Und die sozusagen Folgen, dass die Selbstsicherheit schwankt, dass sie sich sehr unsicher sind im Verhalten mit den anderen, dass sie sich gar nicht trauen, andere anzusprechen, dass sie oft auch dann nicht wissen, wie sie im realen Leben auch miteinander dann umgehen sollen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir als Erwachsene schon durchaus immer wieder mal auch mitbekommen und wahrnehmen. Ja, wir wollten gern so wissen, wie schaut es denn so überhaupt aus? Cybermobbing, hast du schon mal Erfahrungen damit gemacht? Und da war so knapp die Hälfte der Jugendlichen, die insgesamt schon einmal in irgendeiner Art und Weise Erfahrung mit Cybermobbing gemacht hat, entweder als Opfer, 17%, als Täter, Täterin, 10%, die das zugegeben haben und 42%, die es bei anderen schon mitbekommen haben. Diese 3 Zahlen darf man nicht zusammenzählen. Additiv, weil und alle, die sich schon mal mit diesem Thema beschäftigt haben, wissen es, Cybermobbing durchaus so passieren kann, dass man in mehreren Rollen vorkommt. Vor allen Dingen, wir haben ja Jugendliche,
nach dem schon einmal Erfahrung gemacht, gefragt und ja, im Laufe des Lebens, vor allen Dingen haben die älteren Jugendlichen schon in mehreren Rollen hier Erfahrung gemacht. Und was wir auch so aus der Praxis wissen, wenn man mal das Opfer Erfahrung mit Cybermobbing gemacht hat, dann bekommt man es bei anderen auch schneller mit. Das ist vielleicht auch ganz logisch, aber auch etwas, was man sozusagen mit bedenken kann. Was im Rahmen dieser Studie so herausgekommen ist, ist auch, dass wir haben gefragt, wissen eigentlich die Betroffenen, wer sie online mobbt, wer da dahinter steht? Und wir konnten hier sehen, dass die überwiegende Anzahl der Jugendlichen sagt, dass die Opfer zumindest eine Ahnung haben, wer dahinter steht oder es sogar wissen. Also dieses sozusagen Annahme, Cybermobbing ist anonym in dieser Weise nicht stimmt. Auch das ist jetzt nicht wirklich eine Überraschung. Ich glaube, alle, die wir mit dem Thema schon zu tun haben, die Fälle in Klassen, in der Schule gehabt haben, wissen das auch. Man hat meistens einen begründeten Verdacht, eine gute Ahnung. Es liegt dann am Nachweis, der sich nicht so leicht erbringen lässt und der sich zweifelsohne auch oft ganz schwer erbringen lässt. Aber zumindest der Verdacht lässt es schon möglich, dass ich dann in der Schule entsprechend auch darauf reagieren kann. Ja, und wir haben auch gefragt, woher kommen diejenigen, die Cybermobbing machen, woher kommen die Täter und Täterinnen? Und ja, wenig überraschend ist da an erster Stelle die Schule genannt. Und ich glaube, auch das ist das, was ich aus der Praxis bestätigen kann. In all diesen Jahren, wo ich mich mit diesem Thema beschäftige, war nur ein einziger Fall, wo die Betroffene Jugendliche nicht gewusst hat, wer dahinter steht und wo es auch mehr der Verdacht von ihr war, dass das nicht aus dem schulischen Umfeld ist. In den meisten Fällen ist es in der Schule und es ist ja auch durchaus verständlich, denn in der Schule ist man als Schüler, Schülerin mit anderen zusammengespannt, die man sich nicht aussuchen kann. Man verbringt wirklich viel Zeit miteinander. Man muss es aushalten und ist auch noch in Entwicklung, weiß oft nicht, wie man mit Konflikten umgeht und Ähnliches. Und das macht natürlich auch die Sache so schwer. Im Übrigen, um diese Zahlen einordnen zu können, es gab ein bisschen vor unserer Umfrage in Österreich eine in Deutschland von dem Bündnis gegen Mobbing, die ganz ähnliche Zahlen herausgefunden hat. Also wir sind da wenige Prozentpunkte lagen wir auseinander. Lediglich bei den Täter und Täterinnen, glaube ich, waren in Deutschland weniger, die gesagt haben, sie waren schon einmal als Täter oder Täterin beteiligt. Und also es ist auch der Eindruck, den Sie jetzt hier unten sehen, zum Zeitpunkt der Befragung, diese 2 und 3%, die hier angegeben waren, die entsprechen eigentlich dem, was wir schon seit vielen Jahren in der HBSC-Studie sehen. Das beläuft sich auch immer so in einem ähnlichen Umfeld. Also wir können sagen, möglicherweise hat sich jetzt Cybermobbing nicht stark zugenommen, aber was wir schon sehen, ist, dass es in den letzten Jahren sehr viel mehr zum Thema gemacht wurde, dass es auch ein Modebegriff geworden ist und dass es mehr zum Thema gemacht worden ist, hat durchaus Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass es heute in Schulen, so mein Eindruck ist, dass es eigentlich zum guten Ton gehört, dass ich mich mit diesem Thema beschäftige, dass ich Maßnahmen setze, dass ich vielleicht auch solche setze, die ganze Schule mit einbeziehen, so im Sinn der Schulentwicklung, Organisationsentwicklung, mich mit diesem Thema systemisch beschäftige. Ein Nachteil ist, dass ich schaue irgendjemanden schief an und die Person sagt zu mir, du mobbst mich. Also, dass der Unterschied für die Jugendlichen eigentlich schwer
gemacht wird dann in der Praxis, wo ist die Abgrenzung vom Mobbing zum, ich weiß nicht, Streiten oder Konflikte haben oder einfach aus Langeweile auf einer Person herumreiten oder sie veräppeln. Und da sehen wir auch bei den Gründen, den ersten Grund, den die Jugendlichen genannt haben, dass die Grenze zwischen Spaß und Ernst nicht erkannt wird. Und ich glaube, das ist auch in der Praxis gar kein so einfaches Thema, weil wo ist diese Grenze zwischen Spaß und Ernst? Wer bestimmt diese Grenze? Wer sagt eigentlich, ob es schon ernst ist? Ist es die betroffene Person, die sozusagen diese Grenze setzt? Und was macht man dann mit dem Thema? Ja, weil das ist ja eine Memme und eine angerührte Nuss und die versteht überhaupt keinen Spaß und weint schon bei dem kleinsten Ding und kann überhaupt nichts aushalten und du brauchst eine dickere Haut. Also alles Dinge, die sie 100-mal gehört haben. Es ist also schwierig zu sagen, wo diese Grenze ganz genau ist und wer die zieht und wie viel jemand aushalten können muss oder jemand austeilen dürfen darf. Und es ist natürlich ein Aushandlungsprozess, den man immer wieder aufgreifen muss und wo man immer wieder sich auch damit beschäftigen muss. Eine der Ergebnisse, die uns sehr gefreut haben, weil wir in der Vergangenheit die in dieser Form oft nicht so gesehen haben, ist war die Frage, was hilft denn gegen Cybermobbing? Und hier haben wir gesehen, dass die Jugendlichen eigentlich in der überwiegenden Mehrheit der Meinung waren, es hilft, wenn ich mir Hilfe hole. Hilfe hole bei Freunden, bei Eltern, bei Lehrenden. Wenn ich Täter und Täterinnen blockiere und sperre und wenn ich es auf Plattformen melde. Das ist wirklich sehr erfreulich, weil wir in der Vergangenheit eher das Gefühl hatten, dass die Jugendlichen da Strategien gegen gemobbt werden ansehen, weil sich zurückschlagen, zurückschimpfen, zurückbeleidigen oder abwarten und nichts tun. Und hier in unserer Umfrage haben das nur sehr wenige Jugendliche, also unter 20%, gesagt, dass das hilfreiche Strategien wären. Die sie genannt haben, die Strategien, das sind auch die, die wir so versuchen zu verbreiten, wo wir sagen, ja, das wären gute Wege, die man gehen könnte. Aber in der Praxis ist es natürlich nicht immer so, dass alle diese Wege auch erfolgreich sind, dass es auch wirklich immer etwas bringt. Jugendliche haben erlebt, dass Plattformen auf ihre Meldungen nicht reagieren, dass alle wegschauen, dass Lehrende eine Cybermobbing-Situation nicht ernst genommen haben oder dass auch Eltern den Kindern die Schuld geben, dass sie hier falsch reagieren oder was es sich sieht, das gute alte Beispiel des Nacktfotos, dass dann die abgebildete Person hier die Schuld zugeschoben bekommt. Du bist ja selbst schuld, warum hast du so etwas überhaupt gemacht und weitergegeben? Und so stimmt das ja rechtlich auch gar nicht, weil nehmen wir mal an, ein 16-jähriges Mädchen schickt ihrem Freund ein Nacktfoto von sich selbst und der verschickt es ohne ihre Zustimmung weiter, dann darf die 16-Jährige dies ja auch rechtlich ihrem Freund schicken, wenn der einverstanden ist zu bekommen, aber er darf es ganz eindeutig nicht weiterschicken. Also wenn dann Eltern sagen in so einer Situation, ja, du bist ja selber schuld, wieso hast du ihm dieses Foto geschickt, ist es nicht so, sie ist nicht selber schuld, sie hat es ihm schicken dürfen, dass es er dann missbräuchlich verwendet hat, das ist das Problem. Und es ist eher schuld und nicht die abgebildete Person. Das ist deshalb wichtig, weil dieses Victim Blaming einfach ganz oft immer wieder ein Problem ist und wir da auch alle aufpassen müssen, dass wir hier die richtigen Botschaften an die Jugendlichen aussenden. Natürlich ist es ein Problem, wenn ein Nacktfoto erstellt wird und weitergegeben wird. Und natürlich wäre es gut, man überlegt sich, wenn man hier trauen kann. Nur schuld sind immer die diese Bilder weiterschicken und nicht die sie von sich erstellen und dann weitergeben, einer Person, die sie vielleicht sehr verliebt sind, geben.
Ja, gesagt habe ich schon, wir haben uns ja auch beschäftigt mit der Frage, wie hat sich die Pandemie hier ausgewirkt? Und hier haben fast die Hälfte der Jugendlichen gesagt, dass Cybermobbing während der Pandemie zugenommen hat. Ein Drittel hat gesagt, dass sie das nicht so sehen. Und wie hat das konkret ausgeschaut? Ja, das Mitlernen im Online-Unterricht wurde erschwert. Man hat sich lustig gemacht über die anderen Personen. Man wurde von schulischen Aktivitäten, Informationen ausgeschlossen. Das waren so die drei Punkte, die hier am meisten genannt wurden. Und jetzt kann man sagen, im Gegensatz zu früher, wo ja oft das Argument bestanden ist, naja, Cybermobbing, das findet ja außerhalb der Schule statt, außerhalb des Unterrichts, außerhalb der Unterrichtszeit. So haben wir einfach gesehen, dass es natürlich dem Moment, wo Unterricht auch online stattfindet, in Videoplattformen für den Unterricht, auch hier der Ort war, wo Cybermobbing vorgekommen ist. Also wir haben auf die Frage, wo wird Cybermobbing am häufigsten erlebt, von den Jugendlichen auch genannt bekommen in den Videochats für den Unterricht. Nur 11%, aber immerhin. Ich hätte es eigentlich gar nicht erwartet, dass das genannt wird. Ja. Ja, noch eine erfreuliche sozusagen Erkenntnis aus dieser Studie. Und hier das große Danke an alle Lehrenden, die das in der Vergangenheit dazu beigetragen haben, dass wir solche Ergebnisse in dieser Studie sehen können. Wir haben mich gefragt, hast du schon mal Aufklärung oder Informationen zum Thema Cybermobbing erhalten? Und da hat etwas mehr als die Hälfte gesagt, dass das sehr wohl der Fall ist. Und von denen die überwiegende Mehrheit die Lehrenden, also im schulischen Umfeld. Wenn man jetzt noch die Workshops dazu zählt, dann ist das definitiv die überwiegende Mehrheit. Also das können wir auf jeden Fall sehen. Es hat sich hier doch einiges geändert. Die Schule ist ein Ort geworden, an dem nicht nur Cybermobbing stattfindet, sondern sie ist auch ein Ort geworden, wo was dagegen unternommen wird, wo es Hilfe gibt, wo es Personen gibt, die eingreifen, die etwas dagegen tun. Und das ist ja auch wirklich sehr erfreulich, dass das auch von den Jugendlichen zunehmend wahrgenommen wird und auch so erlebt wird. Und als jemand, der schon wirklich lange jetzt in diesem Bereich tätig bin, muss ich sagen, freut mich das ausgesprochen. Und diese Ergebnisse waren wirklich auch ein Lichtblick in dieser ganzen Situation. Ja, ich habe versprochen, dass ich so im zweiten Teil mich mehr mit dieser Frage beschäftige, was können denn Lehrende machen? Und wir haben eben in Fokusgruppen rundherum um dieses Thema der Pandemie auch mit den Jugendlichen so versucht zu erheben, ja, was wäre denn da möglich und welche Tipps hätten Sie denn, die Jugendlichen, die Schüler und Schülerinnen, für Lehrende, vor allen Dingen im Distance Learning, aber natürlich auch sonst in diesen wirklich sehr herausfordernden Zeiten. Ich weiß, es ist viel verlangt, hier jetzt noch etwas sozusagen aus der Schule von Lehrenden zu erwarten, noch ein Thema hier unterbringen zu wollen, noch auf etwas hinzuweisen, worauf Lehrende auch noch Rücksicht nehmen müssen und auch noch sozusagen im Fokus haben müssen. Aber es ist nun mal so, dass wenn Cybermobbing vorkommt, hier viele davon betroffen sind, dass auch das Unterrichten nicht mehr so einfach geht, dass die Kinder sehr mit anderen Dingen beschäftigt sind, es also durchaus auch Sinn macht, sich frühzeitig mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und wir versucht haben, so auch ein paar Punkte einfach zusammenzutragen. Was könnte denn
einfach sein? Was könnte denn nicht so aufwendig für Lehrende sein, dass es gleich, weiß ich, ein ganzes Projekt oder ein großes Vorhaben sein muss? Und Sie sind da mit so Tipps gekommen, wie Lehrende zu ermutigen, fragt's nach die Schüler und Schülerinnen, wie geht's euch denn? Signalisiert damit, dass ihr für die Kinder auch da seid, dass man sich an Probleme an euch wenden kann. Sprecht Personen, wo ihr euch auffallen, dass es eine Verhaltensänderung gibt, auch wirklich ganz konkret an, mit wie auch immer, da ihr das auch für sinnvoll erachtet. Kinder haben uns hier vorgeschlagen, ich habe den Eindruck, du bist mit den Gedanken woanders, geht es dir gut, kann ich dir helfen oder so in dieser Art. Wie kann ich es erkennen, haben wir die Jugendlichen gefragt. Und sie haben da gemeint, naja, also man erkennt schon meistens, weil irgendwelche Kinder sich verändern, sie ziehen sich online besonders zurück, sie wollen eigentlich nicht mitmachen, sie beteiligen sich nicht, sie sind abwehrend oder haben sich schon überhaupt in ganz andere Welten zurückgezogen, also sei es Spiele oder soziale Netzwerke oder in irgendwelche Fantasiewelten von Büchern oder Filmen. Die Jugendlichen haben auch gemeint, dass man wahrscheinlich eigentlich so viel zwischen den Zeilen in Aufsätzen, in Übungen, in verschiedenen Dingen, die sie halt auch so als Hausaufgabe abgeben, in Wirklichkeit erkennen könnte. Und dass es eine ganz wichtige Maßnahme sei, dass man einfach für ein positives Klassenklima Maßnahmen ergreift. Und das können auch ganz kleine Maßnahmen sein. Und einfach die Kinder auch ermutigt, als Klasse zusammenzustehen und sich hier auch als eine Gemeinschaft zu begreifen. Ich glaube, ganz wichtig ist bei all den Dingen, die, wenn es um Cybermobbing geht, ist Lehrende, auch als Lehrende nicht hier allein zu bleiben. Also auch wenn ich Klassenvorstand, Klassenvorständin bin, durchaus mit meinen Kollegen, Kolleginnen diese Verdachtsfälle, die vielleicht da sind, miteinander zu besprechen, die Situation auch miteinander zu beobachten. Ganz wichtig ist es, Vorfälle und Verdacht gut zu dokumentieren, weil man sehr schnell vergisst, was eigentlich zeitlich wann, wo, wie wirklich war, wer was gesagt hat, vor allen Dingen, wenn sich Situationen sehr emotional aufladen und dann ist es fast nicht mehr so leicht möglich, sich zurückzuerinnern, was denn wann, wo passiert ist. Warum dieses Dokumentieren auch notwendig ist, weil es einfach im Cybermobbing sein kann, dass das, was ich beobachte, vielleicht gar nicht so ist, wie ich denke. Also ich sehe, dass A, B mobbt, aber vielleicht ist in Wirklichkeit A das Opfer von B und das schon einen längeren Zeitraum. Nur das nehme ich nicht wahr, weil hier A sich versucht zu wehren. Das ist auch kein neues Thema. Ich glaube, das kennen alle. Das ist auch immer schon vorgekommen, dass man einfach falsche Rückschlüsse zieht. Ich weiß nicht, die Opfer von der Schule schmeißt so in letzter Konsequenz oder vielleicht am schlimmsten weitergedacht. Also dieses genaue Beobachten miteinander, die Situation zu beobachten, natürlich die potenziellen Opfer dabei zu schützen, in den Pausen vielleicht auch Räume anzubieten, wo sie sich sicher fühlen können, wenn es einfach in Klassensituationen nicht so ist. Hier als Team einfach zu agieren. Ja, und wie kann ich reagieren? Ganz wichtig ist, in einem klassenlehrenden Team sich miteinander besprechen, sich hier auch die unterschiedlichen Meinungen einholen, Einzelgespräche mit den betroffenen Personen zu führen, die Personen im Unterricht nicht zusätzlich bloßstellen. Das ist vor allen Dingen im Distance Learning besonders wichtig. Und dann auch schauen, was gibt es für Unterstützungsmaßnahmen,
gibt es ja nicht immer welche, aber doch immer wieder. Ich glaube, diese Interventionen für Mobbing und Cybermobbing an der Schule, die aus dem Leitfaden der Schulpsychologie kommt, was tue ich, wie verschaffe ich mir den Überblick, wie reflektiere ich es, was tue ich dann in dem Fall, ist eben aus dem Präventionsleitfaden der Schulpsychologie, ist ausgezeichnet und wirklich gut zu verwenden, kann ich nur sehr empfehlen. Den Link findet man auch bei uns auf der Homepage. Auch in diesem Heft hier, das ist eben unser neues Unterrichtsmaterial, aktiv gegen Cybermobbing. Ich glaube, jetzt in der vierten oder fünften Auflage, diesmal ganz neu überarbeitet, aber viele der Dinge, die wir schon früher drin hatten und die sehr beliebt waren, wie zum Beispiel die rechtliche Situation oder so diese Einschätzungen, ist das Konflikt oder ist es Cybermobbing oder ist es strafbar oder nicht, finden sich jetzt auch in diesem Heft. Wir haben versucht, hier eigentlich aus allen Phasen, sei es in der Prävention, Dinge aufzugreifen, von wo wir Dinge einfach aus der Praxis sehen, die sehr wichtig sind, und haben uns hier auch Unterstützung oder Feedback aus der Schulpsychologie und von Lehrenden geholt. Einfach, ja, um sicher zu sein, wir hatten das schon im vorigen Vortrag, wie wichtig einfach dieses Feedback aus der Community ist, und wir sehen das ganz genauso, und deshalb haben wir da eigentlich in jedem unserer Hefte einen wichtigen so Reflexionsprozess drinnen. Wir von Safe Internet, wir sind ja in erster Linie in der Prävention tätig. Es gibt nur ganz wenige Personen in unserem Netzwerk von so 60 Personen in ganz Österreich, die Schulungen machen. Also die glaube ich, 2 oder 3 Personen, die auch intervenieren können oder könnten, die entsprechenden Ausbildungen haben. Aber wir machen Präventionsworkshops auch im Bereich von Cybermobbing, und wir sind sozusagen so externe Organisationen, die an die Schule kommen. Es gibt andere, auch die im Bereich der Gewaltprävention tätig sind. Auch die Polizei macht im Bereich der Gewaltprävention solche Workshops. Und was ich immer wieder so in Diskussionen mit Lehrenden so mitbekomme, ist so die Frage, naja, also wer muss es denn jetzt eigentlich machen, diese Prävention? Sind es die Lehrenden, weil es zum Beispiel in der digitalen Grundbildung als Teil des Unterrichts ist, weil es, ich weiß nicht, im Unterrichtsprinzip Medienbildung vorkommt, weil es im Lehrplan in verschiedenen Fächern immer wieder auch angesprochen wird. Also ist es passiert schulintern oder passiert es extern? Und ich glaube, dass man das gar nicht so gegeneinander abwägen muss und auch braucht oder auch kann, weil beides eigentlich Vorteile hat. Als jemand, also ich bin ja schulextern, komme aus einer externen Organisation, und ich habe immer den Eindruck, dass in den Klassen, wo sehr viel Präventionsarbeit in diesem Bereich gemacht wird, wenn dann jemand von uns kommt, dann haben die Kinder irrsinnig viel Ahnung. Sie holen sich dann nur so eher die Bestätigung. Es ist viel möglich, viele unterschiedliche Themen da auch mit ihnen zu besprechen. Wenn das schulintern nie passiert ist, dann muss man oft so auf einem oder zwei Themen hängen bleiben, weil sie so emotional so irrsinnig aufwühlt. Man bräuchte eigentlich wirklich sehr viel Zeit auch dann für diese Workshops oder Präventionsmaßnahmen. Die Frage ist auch immer, wie nachhaltig sind die, wenn jemand so hinkommt, dann mal was tut und dann geht es wieder weg, und eigentlich ist das ganze System, geht dann trotzdem so weiter, wie es davor war, auch vielleicht für eventuell betroffene Mobbing-Opfer.
Also, ich glaube, es braucht durchaus beides. Es braucht Lehrende, die es im Rahmen des Unterrichts aufgreifen, die Projekte dazu machen, die Schüler und Schülerinnen ermutigen, Videos zu machen, Quiz zu machen. Und das sind ja zwei Punkte, die wir bei jedem Aktionsmonat zum Safe Internet Day, der immer im Februar ist, und auch heuer, wir haben ganz wunderbare Videos gesehen, die von Kindern gemacht wurden. Hier ist meistens so das Alter zweite, dritte Klasse in der Sekundarstufe. Das ist oft so das Alter, wo dieses Thema von Lehrenden sehr gerne aufgegriffen wird. Nicht zufällig, weil auch mein Erleben ist, das ist so auch das Alter, wo Cybermobbing immer wieder auch gehäuft vorkommt, wo so im Rahmen der Pubertät die Grenzen ausgetestet werden. Ja, also es braucht dieses interne Aufgreifen und ich weiß ja, dass in all den Unterrichtsunterlagen, die da im Rahmen von den ganzen vielen E-Learning-Projekten, die es gegeben hat, die es heute gibt, wie E-Education, sehr viel Material und Unterlagen da sind und es ist auch viele Lehrende gibt, die es aufgreifen, sonst hätten wir das in unserer Umfrage nicht so gesehen. Aber, und das bekommen wir auch immer wieder von Lehrenden rückgemeldet, es ist auch hilfreich, wenn Personen von außen kommen, die gerade rund ums Internet vielleicht mehr Fachwissen haben und von den Kindern vielleicht auch ernster genommen werden und daher vielleicht die eine oder andere Botschaft auch besser rüberbringen können. Also ich glaube persönlich, dass so ein Miteinander da durchaus sehr hilfreich ist. Hier ein Auszug aus diesem Heft, eben, das man bei uns bestellen kann. Wir haben diesmal auch mehr so Arbeitsblätter drinnen, wo so die Frage gibt, ja, ist das ein Konflikt oder ist es Mobbing? Wenn sich zwei streiten und sie streiten besonders wild, mobben sie sich dann schon. Und das sind sozusagen Unterlagen, die Beispiele, die relativ zeitnah sind, also aus den letzten Monaten, Jahren, mit den Netzwerken, die die Kinder im Moment auch nutzen. Facebook kommt nicht mehr drin vor. Also zu verwenden sind, zu nutzen sind. Und wir sind ja heute im Bereich von Open Educational Resources, also OER-Materialien, alle unsere Unterlagen sind unter einer Creative Commons Lizenz. Das heißt, alle können einfach diese Dinge, die hier drinstehen, einfach nutzen, kopieren, irgendwo anders hineinbringen. Nett ist, wenn wir genannt werden. Aber ich glaube, das ist auch im einen oder anderen Fall nicht möglich. Wir machen das genau dazu, damit es verbreitet wird und freuen uns, wenn wir die Sache in geänderter Form irgendwo wiederfinden. Ja, auch das war schon eine Übung, die im alten Heft sehr beliebt war. Was ist strafbar, was ist nicht strafbar? Auf all diese Dinge gibt es dann Hinweise im Heft selbst für Lehrende, weil man kann ja auch als Lehrer, als Lehrerin nicht immer bei all diesen Dingen so ganz genau Bescheid wissen. Ist nicht immer ganz einfach. Und hier noch ein paar Dinge, die ich auch noch gerne mitgeben möchte, die eben aus diesem Youth Panel, aus dieser Fokusgruppe mit unseren Jugendlichen heraus entstanden sind, wo sie eben gesagt haben, dass es so wichtig ist, dass man Maßnahmen macht, die so in Richtung eines guten Klassenklimas sich damit beschäftigen. Und das war so eine Übung, die Sie uns vorgeschlagen haben. Ja, sammelst doch Dinge. Was ist toll an unserer Klasse? Und ich glaube, das ist jetzt jeder, der so extern daherkommt oder auch jede Lehrkraft, die irgendwo hin supplieren geht, weiß, dass jede Klasse hat so eine gewisse Charakteristik, so eine gewisse Grundstimmung, die man, wenn man mittendrin steckt, gar nicht so einfach wahrnehmen kann. Und hier einfach die Kinder sammeln lässt, das geht online mit einem Padlet. Offline kann man das entweder auf Zetteln oder auf der Tafel schreiben, mit den Brainstorming-Methoden beispielsweise, wo man einfach so
nachschaut, warum sind wir als Klasse toll? Was zeichnet uns aus? Warum sind wir etwas Besonderes, um einfach auch so dieses das Klima untereinander zu stärken? Das ist eine ganz interessante Übung, hilft dem Störefried, was kann man tun, die eigentlich aus dem Volksschulbereich heraus stammt, aus einer Klasse, einer Volksschulklasse, wo es einen Klassenrat gibt und das hat mir ein Lehrer erzählt, der immer wieder sieht, dass die Kinder sich überlegen, wie können sie denen in der Klasse helfen, die stören. Ich meine, dazu muss man sagen, wow, was für sozial kompetente Kinder und hoffentlich nimmt ihnen diese Fähigkeit niemand in Zukunft auch weg, sich mit genau solchen Fragen zu beschäftigen. Aber wir haben das jetzt mit den Jugendlichen so weiterentwickelt. Wir haben da so Situationen herausgenommen, die sie uns geschildert haben im Rahmen von Online-Klassen, wo da Störungen vorkommen, wo es Störenfriede gibt. Wie gesagt, es muss nicht immer Cybermobbing sein. Es können aber Bestandteile von Cybermobbing sein. Gerade sehen Sie hier ist Punkt 5. Ganti lenkt ständig mit Einladungen zu Online-Spielen ab, damit Halva nie aufpassen und im Unterricht mitmachen kann. Das ist etwas, was uns die Jugendlichen immer wieder genannt haben. Also sie haben das alle geschildert und ich glaube, das ist ja jetzt keine besondere Überraschung und haben auch sich viele Lehrende gedacht, dass also die Lockdowns, weiß nicht, 3 und 4 oder so ungefähr waren das und die Online-Stunden irrsinnig zart geworden sind für alle Beteiligten, glaube ich, dass sie da immer wieder statt zuzuhören dann einfach miteinander Online-Spiele gespielt haben. Ja, manchmal einfach den Code zu Among Us in den Chat von der Lernplattform, also vom Videochat hineingepostet haben. Ja, Lehrer wissen das eh nicht, haben sie dann gesagt, wir wissen eh nicht, was dieser Code bedeutet. Und manchmal auch ganz gezielt bestimmte Personen, die eigentlich aufpassen müssten, weil sie sich ohnehin schwer tun oder nicht gescheit mitkommen, dann besonders aufgefordert haben, spielen zu gehen, damit eben nicht aufgepasst werden kann. Und das war so eine Situation, die ich da jetzt herausgreifen möchte, weil die wahrscheinlich etwas ist, was wir nicht so auf Anhieb alle erwarten würden. Hingegen die 6. Situation, Helga, die dreht Chris immer das Mikrofon ab, damit dieser nicht mehr mitsprechen kann. Alle, die Teams verwenden, glaube ich, haben das hunderte Male entweder selbst erlebt oder an anderen erlebt. Und Lehrende haben da auch ganz unterschiedliche, eher oft sehr kompetente Formen, wie man mit genau diesen Störungen umgehen kann. Aber es zum Thema zu machen und einfach mit den Jugendlichen zu besprechen, wie man denn diesen Personen, diesen fiktiven Personen helfen kann, damit sie nicht weiter diese Störungen vornehmen möchten, möchte ich Ihnen gerne einfach auch mitgeben. Genauer beschrieben finden Sie es auf der Homepage in diesem Link, den ich Ihnen vorhin in den Chat gestellt habe. Ja, und der letzte Tipp, den die Jugendlichen gegeben haben, und damit beschließe ich jetzt dann auch meinen Input, ist, dass sie gesagt haben, Lehrende, fragt die Kinder. Ja, fragt sie, was Lehrende tun können. Also hilf uns Lehrenden Tipps gegen Cybermobbing. Was für Möglichkeiten gibt es da? Weil das oft einfach dieses Umdrehen, und hier auch die Jugendlichen als Experten, Expertinnen heranzuziehen und zu nutzen, oft zu ganz erstaunlichen Ergebnissen kommt und auch eine Möglichkeit ist, einfach sich vielleicht ein Bild zu machen, dass solche Situationen tatsächlich auch vorkommen, aber auch, was denn die Kinder in dieser Klasse auch wirklich als sinnvoll ansehen würden. Und das waren so die eher kurzfristigen, kleinen, schnellen Ideen, die auch nicht zu lange brauchen müssen. Genaue Beschreibung eben, wie gesagt, auf der Homepage von unseren Jugendlichen für die Lehrenden hier am Schluss der E-Education-Praxistage.
Damit schaue ich jetzt mal, ob es Fragen, Rückmeldungen, Widerspruch, sagt nein, das ganz sicher nicht. Danke. Schauen, ob sich noch jemand hier meldet. Ja, super. Na, schauen wir mal. Entweder im Chat oder die Teilnehmer können natürlich als Mikrofon laut stellen. Ein Danke. Was mich so interessieren würde, ist so die Frage zurückgespielt, ist das, was ich da so erzählt habe und was unsere Jugendlichen da, die wir jetzt hier sehr stark eingebunden haben, kommt ihnen das praxistauglich vor? Ist das irgendwie brauchbar oder haben sie jetzt das Gefühl, fernab? Nur das nicht. Was für ein Blödsinn. Was ist da Ihre Einschätzung? Weil ich kann das jetzt gar nicht so wirklich sagen. Bitte. Mag sich jemand dazu melden? Ines, wüsste also ich melde mich, aber ich bitte, sehr gerne. Danke. Ja, ich habe ein bisschen Hemmung, weil ich glaube ich von den wenigen bin, die gerade Fragen stellt. Und dann fühle ich mich ein bisschen gemobbt, so wie unsere Jugendlichen sagen. Ja, genau. Nein, also sehr total wichtig und wertvoll, auch als aus der Mutterrolle heraus. Sehr, sehr, sehr interessant. Ich wollte nur anmerken, es gibt auch diese dritte Variante. Also es ist nicht nur Mobbing oder Konflikt, sondern es gibt auch, dass wirklich ein Kind nicht integriert ist in der Klassengemeinschaft. Und es ist nicht bewusst Konflikte haben, sondern einfach nicht dabei zu sein. Und das wird oft übersehen. Ja. Oder auch einfach so andere Interessen hat, dass es einfach überhaupt kein Interesse an der Klasse hat und die Freunde sind einfach woanders. Natürlich gibt es das auch, ja. Und da gibt es auch, glaube ich, noch viele andere Varianten. Das stimmt auf jeden Fall. Danke. Frau Landsteiner. Also ja, ich weiß jetzt, ob ich noch meinen Senf dazugeben soll, aber wir hatten... Unbedingt. Unbedingt. Das ist wieder ein großes Lob und ein großes Danke an Safer Internet. Wir hatten dieses Jahr anlässlich des Safer Internet Monats am 4. Februar, also vor den Semesterferien, hatten wir eine schulweite Online-Konferenz. Da hat die Frau Wonka einen einstündigen, super tollen Vortrag über Cybermobbing, Cyberstalking, Hass im Netz und Fake News. Also sie hat das heruntergebetet. Unglaublich, es war so toll. Und wir haben dann nach den Semesterferien an der Schule diese Themen aufbereitet. Und zwar, ich habe mit meinen Klassen das umgesetzt. Also ich unterrichte Office Management und ich habe halt in einigen Klassen habe ich gerade Desktop Publishing gehabt, in den anderen habe ich PowerPoint gehabt und dann wieder Word und Textgestaltung. Und da habe ich mit den Klassen das eben so aufbereitet. Jeder durfte sich sein Thema machen und das wurde dann in der Schule präsentiert. Die Schüler waren begeistert. Und eine Klasse ist mir besonders aufgefallen. Es haben sie viel, was ist Mobbing, Sexting, Cybergrooming. Das waren halt so diese Themen. Und eine Klasse, da haben sich fast zwei Drittel dafür entschieden, wie toll ist unsere Klasse. Da habe ich jetzt im Vortrag dran denken müssen. Und das war so cool, weil da jeder was anders herausgefunden hat, warum. Und diese Klasse geht jetzt anders durch die Schule. Mhm. Ja, wirklich. So viele Daumen habe ich gar nicht, die da hochgeworfen haben. Und das war alles. Und als Quellen haben wir eben dieses saferinternet.at verwendet. Und das war's. Da braucht man also fast nichts vorbereiten als Lehrer. Die Schüler sind wirklich begeistert gewesen. Und ich habe das von der zweiten bis zur vierten gemacht. Und wir haben auch Sozialmanagement-Klassen. Die haben sie dann eher auf dieses, wie man die unterstützen kann. Und wir haben ein Peer-Mediationsteam an der Schule. Und es war so toll. Es war wirklich super cool. Sehr gut, das freut mich. Also dazu sind ja auch die Materialien da, dass
möglichst wenig Vorbereitung notwendig ist. Und ich glaube, dass ich erlebe das jedes Jahr, wenn ich mir so die Unterlagen anschaue, die da so herauskommen nach diesem Aktionsmonat. Ja, das spüre sogar ich, obwohl ich die Kinder nicht kenne, ich kenne die Schule nicht, ich kenne überhaupt nichts. Aber so dieser Spirit, den sie da so entwickeln, der kommt da einfach wow, drüber. Oder ja, aus irgendeiner Schule war ein Podcast in englischer Sprache, wo die Kinder zu auch ähnlichen Themen, wie sie jetzt gerade auch erwähnt haben, allein wie die Englisch können, oder würde ich auch gern, ja. Ja, ja. Und das ist also, irgendwie so ein bisschen lost. Da kommt ja so viel heraus und jeder hat die gleiche Themenstellung. Und wenn man 100 Schüler hat, dann sind 100 Lösungen da. Und ja, das genau. Ist das Faszinierende. Genau. Und auch ganz wichtige, ja, und sie weisen dann auf so viele Punkte hin. Deshalb schätze ja ich diese Diskussion mit den Jugendlichen so, weil sie oft so den Finger auf den Punkt legen, ja, Dinge, die ich gar nicht so sehen würde. Ja, ja, und jeder, die irgendwie auch so die Möglichkeit hat, seine subjektiven Wahrnehmungen darzustellen. Das, also mir hat das total gut gefallen. Das war wirklich sehr, sehr cool. Lobe ich mich jetzt selber. Sehr gut, nächstes Jahr wieder. Unbedingt nachmachen. Unbedingt, ja, genau. Danke. Ja, herzlichen Dank. Danke für die Wortmeldungen. Und ich finde, das beschließt voll schön die ganzen Praxistage, weil es im Prinzip wirklich darum geht, um den und die Einzelne, die zusammen in einem Kollektiv, in einem geschützten Rahmen einfach großartige Dinge machen können, wenn man einfach die Potenziale erkennt, die digitalen Medien mit sich bringen. Und ja, danke für den schönen Abschluss, danke für den super Vortrag und für die Wortmeldungen nur einmal. Und ja, hiermit verabschiede ich mich ganz herzlich und danke euch allen auch nur einmal, weil ohne zahlreiche Teilnahme bei so Konferenzen funktioniert eine Konferenz online auch nicht. Also vielen Dank und wir freuen uns schon, wenn wir uns wieder wirklich sehen, oder? Ja, wir uns auch. Also ich bin sowieso, ich bin erst seit Oktober da, aber ich freue mich trotzdem, euch alle dann einmal in Wirklichkeit zu sehen, ja. Genau. Also, genau. Und man muss schon sagen, dass es natürlich auch einen Vorteil hat, dieses Online, weil Leute von überall vielleicht damit machen können. Ja, ja, voll. Es erleichtert die Wege, das stimmt. Okay, schönen Gutes Dank. Gutes Gelingen. Tschüss. Alles Gute, bleibt gesund. Baba. Wiedersehen.